Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Purpur. Ja, beim letzten Mal haben wir mit Kai zusammen ein Mewtwo geradet, mehr oder weniger zusammen. Ist ja am Ende noch erfolgreich ausgegangen. Wir haben ein Level 100er Mewtwo in unseren Besitz gebracht. Kai war übrigens nach der Folge noch so freundlich. Er besitzt ja alle Pokédex-Einträge. Er war so freundlich, mir die Pokédex-Einträge, also die Pokémons, einmal kurz zu leihen, die man nur über Karmesin erhalten kann. Das heißt, wir haben heute Pokédex-Einträge, die ich über das Spiel alleine gar nicht kriegen könnte. Ich werde angegriffen. Sorry Leute, wurde gerade von einem Terra-Raid-Pokémon angegriffen. Jedenfalls, die Pokédex-Einträge über mir ist ein Zeitstempel. Und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt mit den Einträgen los. So Leute, wir fangen direkt mit dem legendären Pokémon von Karmesin an. Koraidon, das Paradox-Pokémon. Die vollkommene Gestalt. Es ähnelt Mopex, ist aber deutlich kräftiger und brutaler. Über seine Lebensweise ist nichts bekannt. Als nächstes Wutpilz, das Paradox-Pokémon. Im Übrigen, das Paradox-Pokémon, das erwähne ich hier jetzt nicht mehr, weil die Pokémon aus Karmesin sind alle Paradox-Pokémon. Das heißt, wir hätten durchgehend denselben Eintrag. Wutpilz, es weist leichte Ähnlichkeiten zu einem Pokémon auf, das in einer fragwürdigen Zeitschrift als eine Mischung als Pilz und Saurier beschrieben wurde. So, dann als nächstes Sandfell. Es hat gewisse Ähnlichkeit mit einem Magneton, das 10.000 Jahre lang lebte und in einem Artikel einer esoterischen Zeitschrift thematisiert wurde. Dann als nächstes Donnersichel. Laut einem Artikel einer fragwürdigen Zeitschrift hat dieses Pokémon etwas mit einem Phänomen zu tun, das in einer bestimmten Region auftritt. So, die beiden auf meinen Schultern sind jetzt als nächstes dran. Ich würde sagen, Drim zuerst. Auch die werden das mit dem Paradox-Pokémon nur einmal erwähnen und danach nicht mehr. Also, viel Spaß, Drim. Natürlich darf ich mal wieder anfangen. Na gut, Leute, die nächsten zwei Pokémon sind beides Paradox-Pokémon. Hier haben wir Riesenzahn. Es gleicht einem geheimnisvollen Pokémon, das einer esoterischen Zeitschrift zufolge seit grauer Vorzeit überdauert haben soll. Als nächstes Kriechflügel. Dieses Pokémon hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einer uralten Form von Ramoff, die in einer fragwürdigen Zeitschrift vorgestellt wurde. So, und als letztes Humanoleaf, das Megalöwen-Pokémon. Es verbringt sein Leben damit, Sonnenuntergänge zu beobachten und mit seinem 200 Kilogramm schweren Beinen aus Stein über Wiesen zu spazieren. So, Noah, dann bist du jetzt dran. Na gut, dann mach ich mal weiter. Das ist Krimanso, das Feuerrüstungs-Pokémon. Es trägt eine Rüstung, die mit Psycho sowie Feuerenergie verstärkt wurde und verschießt glühend heiße Feuerbälle. Die nächsten zwei Pokémon sind beides Paradox-Pokémon. Das hier ist Brüllschweif. Es ähnelt einem rätselhaften Pokémon, das in einer esoterischen Zeitschrift als ein Pummeluff von vor einer Milliarde Jahren vorgestellt wurde. Und zu guter Letzt, das hier ist Flatterhaar. Es weist gemeinsame Merkmale mit dem Geist eines Flugsauriers auf, über den in einer esoterischen Zeitschrift berichtet wurde. So Shining, ich wünsche dir viel Spaß beim Sammeln der legendären Pokémon. So, danke ihr beiden fürs Vorlesen. Also ihr seht hier, dass die alle an einer Reihe stehen, außer Krimanso und den Humanoiden. Das waren auch zwei Pokémon, die es nur in Karmesin gibt und so rumlaufen. Ich kann natürlich hier noch eben kurz einmal absammeln. Ein Köderball. Na schade, fürs Kometending brauche ich noch drei. Das heißt, wir sind bei 307 Einträgen. Wir sind tatsächlich recht weit mit den Einträgen. Kai hat mir übrigens auch verraten, dass es nur diesen Pokédex gibt. Das heißt, so Event-Pokémon wie zum Beispiel Mewtwo und Mew werden im Pokédex gar nicht erst eingetragen. Die haben keinen Pokédex-Eintrag, dass ihr da Bescheid wisst. Aber ich versuche natürlich, diesen Pokédex noch voll zu kriegen bis zum Ende der beiden DLCs, die kommen. Ich nehme das hier noch vor dem DLC auf. Vor dem, wo es rauskommt, dass ihr da Bescheid wisst. Und ich habe jetzt heute vor,
die legendären Pokémon zu fangen. Kai hat mir da auch verraten, dass es 400 Stück gibt und der hat mir auch gesagt, wie ich an die rankomme. Und das habe ich schon getan. Ihr erinnert euch doch bestimmt hier an diese komischen Pfosten, die ich aus dem Boden gezogen habe, ne? Dadurch schaltet man die frei und die warten dann hinter diesen Schreinen. Unter mir ist auch so ein Schrein, ein lilaner. Und extra hierfür habe ich mir jetzt einmal Espinodon einen Tuchschlag verpasst. Also, dass er die Pokémon verletzen kann, ohne sie umzubringen. Und ich habe Vivillon hochtrainiert, dass es ungefähr auf demselben Level ist, das Schlafpuder hat, damit es mir das Fangen etwas leichter macht. Und ich sag frei heraus, bei einem von denen schmeiße ich safe den Meister bei. Weil es gibt keine anderen legendären Pokémon als diese vier und woanders will ich den Meister bei gar nicht verwenden als bei einem legendären. Also ich habe offscreen alle Pfosten rausgezogen, wir sollten jetzt hier reinkommen können. An diesem Ort wurden die unheiligen Tafeln versiegelt. Okay, irgendein Scheißteil fehlt noch. Hey Leute, hier ist ein kleines Problem. Das Teil öffnet sich nicht. Ich habe jetzt gerade mal eben kurz nachgeprüft online, ob ich was falsch gemacht habe. Ich glaube, ich muss mit der Geschichtsprofessorin nochmal reden. Das heißt, wir müssen nochmal zur Schule zurück. So, ich bin jetzt hier nochmal in der Schule. Da müsste meine Geschichtslehrerin stehen. Ja, bin ich. Danke. Alte Dinge finde ich super. Willst du mich für irgendwas ausnutzen? Ich kann doch bestimmt noch mal mit dir reden. Nee, kann ich nicht. Den ganzen Weg. Naja. Ich bin ein wenig mit diesem Lehrer warm geworden. Okay, jetzt steht sie in der Eingangshalle und wir reden. Da, hab sie. Klar. Erzähl mir deine Märchen. Da wird jetzt nochmal von diesem Pokémon geredet. Nein. Definitiv nicht. Darf ich wahrscheinlich mir noch einen hören. Cosima kann ich auch direkt bequatschen, wenn sie schon da steht. Hallo. Wo versteckst du dich vor deinen alten Mitgliedern? Stimmt was nicht? Das musst du mir erklären.
Ja, war halt mein Team Star, ne? Mehr eine Möglichkeit. Und schon lässt er den Stab fallen. Da ist es eigentlich genau umgekehrt. Ich glaube, er will nicht. Zumindest kriegen sie Aufmerksamkeit. Als ob Snappinius einfach auch noch funktioniert, ne? Ist ja nicht anders? Ich sollte weiter der Geschichtsprofessorin hinterher. Wo ist die denn jetzt? Ach, immer noch in der Eingangshalle zum Ansprechen. Dachte ich mir. Okay, die habe ich schon alle rausgezogen, tatsächlich. Natürlich. Die Freiheit in meinem Pokéball zu sitzen. Och, das ist ja nett. Natürlich. So, jetzt darf ich sie wahrscheinlich fangen. Sind sie wirklich markiert? Ja, hier ist jetzt so ein Schreinsymbol. Ich kann da sogar hinfliegen. Okay, wir sehen uns dann am Schrein wieder. So, ich stehe hier bereit. Das erste legendäre Pokémon zu fangen. Ich fange die heute alle in einer Folge. Das heißt, die heutige Folge ist wahrscheinlich ein bisschen länger. Darf ich jetzt da rein? Ja, Unheilsviecher. Ich darf irgendwie immer noch nicht rein.
Ach, hier oben der Pfahl ist warum auch immer wieder neu da. Ich hoffe, das ist der einzige, der jetzt wieder neu da ist. Und ich frage mich, wieso komme ich nie rein? Der war vorher nicht da, ich schwöre. Den hatte ich schon rausgezogen. Da jetzt nicht, ich darf alle Pfähle nochmal neu rausziehen. Das wäre richtig fies. Ich gehe nochmal gucken. Wir sehen uns gleich. Also Leute, hier habe ich jetzt auch nochmal einen Pfosten gefunden, den ich eigentlich rausgezogen hatte. Also ich finde das schon irgendwo fies, ne? Ich hatte die schon alle eingesammelt. Aus dem Richtung des Schreins ist ein Ruf gerade ertönt. Ich glaube, jetzt darf ich endlich da rein. Also ich darf bei allen Schreinen nochmal zwei Stäbe suchen. Geil. So, ich habe jetzt hier sicherheitshalber nochmal abgespeichert. Jetzt ist das Teil weg. Leise Geräusche dringen aus dem Innern des Schreins hervor. Ja, ich möchte ihn berühren. Da. Rums. Hallo. Schaschang. Unheilstafeln. Okay. Weißt du was? Der erste von denen kriegt einfach direkt den Meisterball. Wie gesagt, ich werde den sowieso nicht anders nutzen als für die. Also, der erste von denen kriegt den. Dann wissen wir auch direkt über die Fähigkeit Bescheid. Wir haben Shang Ji angefangen. Shang-Jian, das Unheils-Pokémon. Es entzieht der Vegetation Energie, sodass umliegende Wälder auf der Stelle verdorren und Felder unfruchtbar werden. Komm mal in mein Team. Ich hab dich ja instant gefangen. Ich will schon wissen, was du kannst. Wolanda, geh du mal so lange in die Ersatzbank. Einfach mal das erstbeste Pokémon. Ich will wissen, ob es spezielle Attacke hat. Verderben. Die Anwender beschwört Verderben, bringen das Unheil herauf und habiert die KP des Ziels. Okay, nutzt das mal. Ich würde sehen. Wie, das hat verfehlt. Ich will die Attacke sehen. Okay. Sieht schon krass aus. Na gut, dann schmarotz mal eine Runde. Okay, das war alles, was ich sehen wollte. Jetzt darf ich bei den anderen Viechern aber auch noch mal zwei Fehler aus dem Boden ziehen. Ihr seht einfach, wenn ich den letzten Pfahl aus dem Boden gezogen habe. Und natürlich, wenn ich bei dem Schrein bin. Ich speichere auch immer vor den Schreien einmal ab, Leute. Für den Fall, dass ich die aus Versehen umniete. So, ein weiterer Pfosten. Hoffentlich ist das der letzte, und den ich finden muss. So, Pfahl aus Boden gezogen. Da hat was geschrien. Jetzt können wir zu dem einen Schrein. So, hier ist jetzt offen. Hier können wir jetzt auch ein Pokémon befreien. Ich habe gerade irre lang suchen müssen. Ne? Ich habe zwar eine Online-Karte mit den ganzen Pfählen, aber ich weiß nicht, welche von denen jetzt einfach respawned sind. Rums. Das nächste Pokémon. Du siehst cool aus.
Unheilschwert, baue Gion. So, ich werde nur mit Trugschlag angreifen. Einfach schon aus Sicherheit, damit ich es nicht umbringe. Weil Trugschlag hat nicht die Möglichkeit umzubringen. Die Kampfmusik ist irregal. So, sollte eigentlich reichen. Wir wechseln jetzt zu Vivillon und nutzen Schlafpuder. Du bist cool. Oh, zum Glück hast du auch noch verfehlt. Ich habe Vivillon übrigens die Initiative ein bisschen geboostet. So, pennen wir eine Runde. Ach, sie sind so friedlich, wenn sie schlafen, ne? So, ich habe auch an Hyperbell ein bisschen vorgesorgt. Ich bezweifle aber, dass es instant klappt. Wusste ich's doch. Au. So, ich bringe mich mal direkt wieder zum Schlafen, ne? Weil das macht es wesentlich einfacher. Oh nein. Ach du Scheiße, es hat gerade Verderben auf mich angewendet. Okay, diese Unheils-Pokémon, die können alle verderben. Warum? Warum machst du Hagel auf dem... Du hättest ja ein Feuer-Pokémon damit angegriffen, warum machst du den Hagel? Ich habe sicherheitshalber sogar die Flinkklaue an Vivillon gegeben. Schlaf eine Runde. Und diesmal bitte länger als nur zwei Runden. Das war ja fast instant aufgewacht gerade eben. Komm! Ja, wir haben Bao Jian. Boah, das Pokémon... Das kann was. Bao Jian, auch ein Unheils-Pokémon. Der Hass derjenigen, die vor langer Zeit durch das Schwert umkamen, hüllt sich in Schnee und wurde zu diesem Pokémon. Alter. Okay, damit haben wir nur noch zwei Unheils-Pokémons vor uns. Im Übrigen, echt nervig, dass ich die Pfosten bzw. diese Pfähle nochmal sammeln muss. Nirgendwo stand nämlich, außer auf einer einzigen Seite, dass man vorher mit der Unterrichtstusse, also mit der Geschichtslehrerin, sprechen muss, bis sie das irgendwann anspricht. Das finde ich echt gemein. Und dass auch erst dann der letzte Pfosten spawnt, ist noch fieser. Also, ja, mich regt das gerade ein bisschen auf, aber... Damit muss ich jetzt leben. Wir sehen uns beim nächsten Befreiungsakt. Okay, Leute, hier ist auch noch mal ein Fall. Der ist wahrscheinlich jetzt erst gespawnt. Ich ziehe ihn raus und hoffe, dass es der letzte ist. Hallo. Also, ja, müsste der letzte gewesen sein. Dann mal auch zum grünen Schrein. So, der Schrein der unreinen Erde. Welches Pokémon erwartet mich? Zwei von vier haben wir ja schon. Ja, gemein, dass ihr in so einem engen Raum sein musstet. Das Schalen-Pokémon nehme ich mal an. Okay, du kriegst dann mal ein paar Tuchschläge von mir. Und es setzt Verderben ein. Aua. Ich war vorher nochmal beim Pokémon Center, aber trotzdem auch. Steinhagel. Ihr habt auf jeden Fall alle geile Kampfmusik, ne?
So, es ist im roten Bereich. Next Strike. Espinodon lebt noch. So, Vivillon. Ist jetzt schon wieder verdermein, als ob es es gewusst hätte. Schlaf mal eine Runde. Ach, sie sind so friedlich, wenn sie schlafen. Dann können sie mir nicht mehr in den Hintern treten. Nein! Wieso bist du wach? Wieso stehen die so schnell wieder auf? Ist doch fies. Hört auf, so schnell immer aufzuwachen. Weißt du, bei mir dauert es immer 30 Runden, bis ich endlich mal aufwache. Und die wachen nach 2 Runden schon auf. Komm! Geh ins Bällchen, du willst es und du weißt es. Ich will doch nur ein schönes neues Zuhause schenken. Aua. Go, Vivillon, ich hab's gerade wiederbelebt. Schon wieder Verderben. Immer wenn ich Pokémon wechsle, macht der Verderben. Oh, ich hab's vergessen einschlafen zu lassen. Oh, ein Glück ist es doof. Schlaf, Bruder! Ich will auch eine Runde schlafen. So, und bleib schlafend. Hör auf, instant wieder aufzuwachen. Och, Mann! Warum willst du nicht im Bällchen bleiben? Warum verspottest du mich so? Bleib im dreckigen Ball! Bitte! Endlich! Ich habe gerade so um die 20 Bälle dafür gebraucht. Ich weiß schon, warum ich Schlafpuder nutze. Selbst mit ist es ja schwer zu fangen. So, Dinglu, das Unheils-Pokémon. Schwingt es seinen außerordentlich schweren Kopf langsam zu Boden, kann es gewaltige Erdspalten von 50 Meter Tiefe verursachen. Das ist ja eigentlich sogar recht schwach, wenn ich beispielsweise zu Groudon angucke. Da stammt einmal auf und der halbe Kontinent ist weg. Ein Pokémon haben wir aber noch vor uns, Leute. Und zwar dieses Feuer-Pokémon, wenn ich es richtig gesehen hatte. Wartet. Schreien der finsteren Flamme. Da müssen wir noch hin. Also ja, erstmal darf ich wahrscheinlich wieder irgendwo einen Posten suchen. Okay, Leute, hier ist ein weiterer Fall. Espinodon hat hier gerade ein bisschen aufgeräumt. Ist das mein letzter Fall? Bitte? Ja, es ist der letzte. Wir hören ein You aus einer weiten Ferne. Da darf ich mich jetzt erstmal hinporten. So, Leute. Seid ihr alle bereit für das letzte legendäre Pokémon? Dann haben wir jedenfalls alle. Mein Team ist jedenfalls so bereit, wie es geht. Das ist ein Fisch. Ist das ein Yin und Yang Fisch? Unheilsjuwelen von Juju. Okay. Das sieht aus wie ein Fisch. Würde ein Netzball bei dir funktionieren?
Okay, der Trugschlag macht auf jeden Fall ordentlich was. Zum Glück nutze ich Trugschlag, da ist der Angriff eh egal. Trugschlag kann nämlich nicht umbringen. Sprungfeder. Ich warte am besten noch eine Runde, um zu Vivillon zu wechseln, weil das ist eine Flugattacke. Aua. Los, Vivillon. Ich finde die Kampfmusik von den Unheils-Pokémon auf jeden Fall richtig geil, ne? Ja, damit hätte ich irgendwo rechnen müssen. Ich glaube nicht, dass ich es dazu kriegen werde, einzuschlafen. Ich wechsle am besten einfach zu Ballondor und versuche es so zu fangen. Du siehst aus wie ein Fisch. Aber du bist definitiv kein Wasser-Pokémon. Nein, es war doch so knapp. Wisst ihr was, ich wechsle zu Skelekrok. Wisst ihr Leute, jetzt hätte ich gern so ein Pokémon dabei, was Statik drauf hat. Ich werde es halt nicht einschläfern können. Obwohl, eine Möglichkeit gibt es. Juju, bitte. Ich will doch nur dein Freund sein. Das hat funktioniert. Ihm einfach sagen, dass man ein Freund sein will. Wenn ihr wissen wollt, wie wir Juju fangen, sagt ihm, ihr wollt ihn einfach der Freund von dem Juju werden. Juju, das Unheils-Pokémon. Der Neid, der sich in Krummjuwelen sammelte, in die vier Streite darauf beschworen, hüllte sich im Feuer und wurde zu diesem Pokémon. Damit haben wir alle Unheils-Pokémon. Also, ich will jetzt nochmal rekapitulieren. Das ist das Juwelen-Pokémon. Das ist das Schüssel-Pokémon. Das ist das Schwert. Ich erinnere mich gerade nicht, was war das für das vierte. Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf heraus, was das vierte war. Naja, mir würde es ja einfallen, wenn ich jetzt nochmal zu der Frau gehe, weil ich habe das Gefühl, das sollte ich schon der Geschichtsfrau erzählen, also der Geschichtslehrerin. Deswegen rede ich auch noch mit der nochmal. Frau Lehrerin, ich habe alle Unheils-Pokémon gefangen. Ja. Das Gefäß ist Unheils-Dinglu. Ach, im Gefäß war das vierte. Das ist eine gute Frage. Ja, ich habe noch die anderen. Das ist auch eine gute Frage. So, das nächste. Changieren. Ach nee, das
Was war das? In die Holztafel, diese Schnecke. Ich konnte es wahrscheinlich auch nicht lesen. Ich habe noch ein viertes. Die faszinieren dich alle. Yin und Yang Juwelen. Gern geschehen. Hab ich doch gern gemacht. Oh, guck mal, ich habe eine TM auch noch dafür bekommen. Und zwar eine unnütze TM, aber danke. Wir verstehen uns nur prächtig. Wir sind jetzt richtig dicke miteinander. Ich werde nicht genug von denen haben. Guck sie mir auch noch mal in der Box an. Chongjian. Das war das Tafel-Pokémon. Baojian. Das Schwert-Pokémon. Dinglu, das Gefäß. Und Juju, das Juwel. Jetzt mal die ganzen Tafeln mal durchgucken. Mit der Macht seiner unheilbringenden Holztafeln schwächt das Pokémon den Angriff aller anderen Pokémon. Das Unheilschwert schwächt die Verteidigung. Das Unheilgefäß den also den Spezialangriff. Und das Juwel die Spezialverteidigung. Das ist eigentlich ganz praktisch, wenn man so drüber nachdenkt. Und vor allen Dingen, die sind auch noch alle eigentlich recht stark dafür, dass sie nur Level 60 sind. Ja, das waren die vier unheiligen Pokémon. Alle sind Typ Unlicht. Ihr habt bei mir jetzt ungefähr gesehen, wie man die am besten fängt, abgesehen von Juju. Da hätte ich am liebsten ein Pokémon dabei gehabt, was Statik kann. Ich hatte dafür jetzt extra Seitigant übrigens mal auf die Bank getan. Und halt Vivillon mitgenommen, damit ich zumindest die drei hier zum Schlafen bringen kann. Also eigentlich hatte ich das bei einem Film vor, aber ich wusste halt nicht, welche Elemente die haben, weil ich wollte mich da auch nicht informieren. Ich wollte mich überraschen lassen. Aber wir haben sie. Mein Meisterball habe ich damit auch verwertet. Ich werde das bestimmt nicht bereuen. Beim DLC. Ja, der nächste Part wird dann mit dem DSC anfangen. Ich werde da gucken, dass ich dann auch wieder ein paar Pokémon natürlich vorher hochtrainiere, fange etc., dass ich wieder ein paar Einträge für euch habe. Ich muss mal gucken, wie viele fehlen damit dann jetzt nochmal. Wir sind bei 310. Äh, 312 haben wir. Das heißt, 78 fehlen uns noch. Ne, 88. Wir brauchen noch 88 Pokémon.
Davon sind übrigens ein paar immer noch bei Karmesin nur vorhanden. Kai macht mir gerade extra ein paar Eier von den Pokémon, dass ich die ausbrüten kann, dass ich dann die Einträge habe. Aber ja, wir haben auf jeden Fall was erreicht, Leute. Die 4 legendären Pokémon. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß beim Zusehen jedenfalls hattet. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute, und bis dann.